Arschkarte habt ihr. War schneller. Ich schneller war. Ah, die kommen gleich wieder. Die lassen mich jetzt bestimmt hier nicht in Ruhe. Und die werden auch nirgendwo angezeigt. Das ist das Blöde. Lustschiff. Gehen wir mal dahin, ne? Puh. Da ist wieder einer. Naja, klar, dass nicht einer allein kommt. Ich will mal jetzt Jagdgewehr ausprobieren. One shit. One shot. Oh oh. Also das Jagdgewehr hat auch ordentlich Bums. Und ganz lässig mit einer Hand. Ist echt kein Manuskript mehr. Manu. Es gibt kein Manuskript. Sage ich jetzt einfach mal so. Mein Jugendlich leicht mal wieder, nicht? So, machen wir noch ein bisschen weiter. Ein kleines bisschen haben wir noch. Da habe ich noch ein bisschen weiter. Und was passiert jetzt? Also ich behalte mein Jagdgewehr, bis ich keine Munition mehr habe. Oh oh. Oh oh. Junge, lauf, lauf, spring. Das juckt. Ach, natürlich immer so dunkle Gemäuer da. Da brauche ich nicht fokussieren, das kriege ich auch so weg, das bisschen. Revolver-Munition. Das hier wieder so. Dr. Klein, weg mit. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Es liegt hier überall. Zuber, Hörschleim. Manuskript. Bisschen vorlesen lassen. Oh, sag mal, jetzt ist die ganze Seite fehl. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ja, irgendwie, da will ich auch kein Polizist sein. Wenn da sowas passiert, als Polizist, dann hast du auch gewonnen. Ja, und jetzt? Ja, treten. Ah, fast du. Ah, ne, passt. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Ja, übel. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Also jetzt erzählst du die Geschichte rings um das, was jetzt gerade geschieht. Weg, weg. Ah, Leuchtfackel. Ja, mit. Hab ich eben gebraucht. Die sind gar nicht mal so verkehrt bei größeren Ansammlungen von den Viechern. Thermos. Auch. Und. Dann geht es.
Weiter, Leiter. Weiter mit der Leiter. Bam, bam, bam. Hoch, 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 hoch. Eins, zwei. Was ist wieder so ein scheiß Raben? Bestimmt Rabenscheiß, oder? Rabenhäufchen. Nimm den rum. Das Dunkle muss vertrieben werden. Ist ein Loch im Dach? Loch im Dach. Weiter geht's. Vorsicht, wo los, Nächste! Du kriegst jetzt auch gleich mal einen Ast. Alter, was der schluckt! Boah! Aber der hat mir gegeben mit einem Haar. Darkness wears here her face. Das Dunkle verschlingt ihr Gesicht oder so irgendwas. Mein Englisch ist miserabel. Jagdgewehr. Natürlich. Zu inkompetent, ne? Das Dunkle ist in ihrem Gesicht oder das Dunkle ist ihr Gesicht? Oder ist ja. Essen, Hunger. Schnell Emergency. Batterien und ein bisschen Munition. Ah, Abschuss Maximum erreicht. Ja, gut, wenn ich halt nur mit dem Ding fokussieren. Aber da wir jetzt gerade einen Kontrollpunkt erreicht haben, würde ich sagen, machen wir hier jetzt wieder einen kleinen Cut. Bevor das nächste aufregende Kapitel passiert, machen wir nächstes Mal an genau dieser Stelle mit dieser Waffe und dieser Aussicht weiter. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Eine kurze Runde. Naja, kurz ist relativ. Aber ja, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder das nächste Mal rein. Bis die Tage. Oder auch nicht? Doch. Jetzt? Nein? Jetzt? Ja? Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? 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 Ja? Jetzt. Ciao.